Willkommen zurück bei Let's Play TKKG, Alarm in der Geisterbahn. Weiter geht's. Ich habe irgendwie seit anderthalb Wochen oder mehr sogar nicht mehr gespielt, aber das fällt euch ja nicht auf, weil es hier direkt weitergeht. Und ich habe gerade nochmal im letzten Part nachgeschaut. Wir müssen noch mit Klößchen und Gabi bei den Umkleiden vorbeischauen, wo wir jetzt auf Susan treffen können. Hier bist du falsch. Nur für Mitarbeiter. Luftverpester. Ja, also Susan scheucht Klößchen weg. Wir versuchen es nochmal, oder? Und Klößchen beleidigt sie dann gleich ein bisschen. Bisschen zu Recht, natürlich. What? Moment mal, kam da jetzt gar nichts mehr? Wurden wir direkt zurückgesetzt? Wir versuchen es nochmal. What? Habe ich irgendwas geklickt, oder? Ich klicke jetzt wirklich nichts. Hier bist du falsch. Nur für Mitarbeiter. Luftverpest. Tatsächlich, also ich habe davor die Male aus Versehen nochmal geklickt und den Text damit übersprungen und dann sind wir natürlich direkt wieder rausgeflogen. Mal gucken, wie das mit Gabi ist. Hallo, du musst Susan sein. Ich bin Gabi und habe mich schon immer gefragt, wie mir wohl so ein Kostüm stehen würde. Ach so. Du sollst jetzt die Rolle von Ice Snappy übernehmen. Also hat Mr. Wahnsiedler doch noch jemand gefunden. Great. Ich glaube, so eine Gelegenheit sollte man sich nicht entgehen lassen. Okay, der letzte Satz war wohl eher gedacht. Also, wir können vielleicht gleich ins Kostüm von Ice Snappy schlüpfen. Darfst du hier denn rauchen? Nur hier. Alles hinter dir ist Nichtraucher Snappy Land und hier ist Raucher Snappy Land. Also keine Chance für eine Figur namens Smokey Snappy. Nee, das wäre ja auch kein gutes Vorbild. Ich persönlich halte auch nichts vom Rauchen. Aber das kann natürlich jeder ganz alleine entscheiden. Nur in der Öffentlichkeit ist es natürlich so, dass das dann natürlich auch die Nichtraucher beeinflusst, ne? Also generell ist mir das ja egal, was Leute mit ihrem Geld und ihrer Gesundheit machen, aber keine Ahnung, wenn man einfach... Ja, es gibt ja zum Beispiel so, ich sag mal, kleine Clubs oder so, wo dann halt auch drin geraucht wird, ob das jetzt erlaubt ist oder nicht. Ist dann auch egal, ich meine, ich kann da ja nichts verändern, sag ich mal, dass da Leute rauchen. Aber wenn man dann irgendwie in der Nacht irgendwann nach Hause kommt so und alle Sachen stinken und man duscht irgendwie morgens und die Haare stinken und das Wasser, was durch die Haare läuft, stinkt dann nach Rauch und so, ist halt schon ziemlich eklig und... Es wäre mir persönlich lieber, wenn es sowas überhaupt nicht gäbe, aber da kann ich nichts dran ändern. Darfst du hier denn raus? Soll ich mir dein Kostüm gleich überstreifen? Nein, nicht ihr, sondern das andere. Nein, ich mache ja nur eine Pause. Oh, dann habe ich da wohl etwas missverstanden. Ja, Gabi, du sollst doch als Snappy sein. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, können wir das jetzt direkt machen? Wahrscheinlich nicht. Aber ich probiere es nochmal. Was? Ah, 5 Fragen. Gut, dass ich nochmal probiert habe. Wo steckt denn Burkhard? Keine Ahnung. Er ist so crazy. Er sagt immer schlechte Sachen über New York. Und da komme ich her. Aber ich will, wie sagt man, keinen Berg aus einem Maulwurfshügel machen. Ach, du meinst, aus einer Mücke keinen Elefanten machen. Wieso kommt eigentlich jemand aus New York in die TKKG-Stadt? Hatte ich das eigentlich letztes Mal schon erzählt, dass ich in New York war? Weiß ich gar nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Also ich war auf jeden Fall schon mal in New York. Für wen soll ich einspringen? Na, für Oliver, oder? Ach so, ja, richtig. Ich muss in das Kostüm von Ice Snappy steigen. Ja, wir können jetzt schon draufklicken, aber ich würde einfach mal sagen... Wir gucken noch mal, was für Standest du vorhin nicht beim Riesenrad? Was für Fragen da noch sind? Mr. Wahnsiedler wollte da auf mich aufpassen. Er hat erfahren, dass ich mit dem Jungen mit der Brille geredet habe. Aber jetzt winke ich bloß noch. Ich rate dir, dich schön an die Regeln zu halten. Das werde ich. Wie hat er das denn erfahren? Hat Karl das mal gegenüber
einem der anderen Snappys gesagt, dass er mit Susan reden konnte. Was stand? Was machst du sonst so? Ich bin Austauschstudentin. Für ein Jahr. Aha. Ich will eure Sprache noch besser lernen und dann als Übersetzerin arbeiten. Zur besseren, wie war dieses Wort nochmal? Volksverständnis? Völkerverständigung. Also ich finde, du sprichst schon sehr gut Deutsch. Ja, jetzt versteht das auch. Gut, da kann man natürlich bestimmt Geld verdienen, vor allem in New York, wenn man halt noch eine andere Sprache fließen kann. Wobei natürlich dieser Job, also ja, zur Völkerverständigung, gut, aber das Ding ist, sie läuft den ganzen Tag in einem Kostüm rum und darf mit niemandem reden. Das macht ja eigentlich nicht so viel Sinn, wenn sie die Sprache lernen möchte. Was machst du? Hast du auch mit Frau Wahnsiedler zu tun? Sie ist sehr tough, versteht das Business. Sie hat mich in meinem Kostüm immer wieder gescheckt. Aber ihre technischen Ausdrücke sind für mich meistens Double Dutch, you know what I mean? Kauderwelsch, verstehe. Double Dutch, doppeltes Niederländisch heißt Kauderwelsch oder klingt das nur so ähnlich? Wie auch immer. Auf jeden Fall wollen wir jetzt endlich in das Ice-Snappy-Kostüm schlüpfen und das machen wir jetzt einfach mal. Gut, dann streife ich jetzt Olivers Kostüm über. Was soll eigentlich das immer mit den fünf Schlagen? Hey, du machst das sehr gut, Gabi. Und jetzt hör mir genau zu. Du drehst einfach nur deine Runden. Dieses Gelände darfst du nie verlassen, okay? Was noch? Keine Besuche der Attraktionen, keine Fahrten. No Smalltalk, okay? Kein Smalltalk. Zum Feierabend, bring alles hierher wieder zurück und schließ die Garagen, okay? Alles klar. Danke, Susan. Ich bin bereit. Was ich gerade sagen wollte, wozu sind eigentlich immer die fünf Fragen? Da ist doch im Endeffekt doch nur eine wichtige dabei. Und was mir gerade auffällt, was ein bisschen merkwürdig ist, wir sind doch Gabi. Aber wieso hören wir Gabi denn so komisch und Susan ganz normal? Ja gut, okay. Ist ja auch egal. Also auf jeden Fall sind wir jetzt Ice-Snappy und können jetzt durch die Gegend laufen. Und das ist hier unten natürlich auch ganz lustig gemacht. Wir können jetzt natürlich mit Gabi das Gelände nicht mehr verlassen, aber wir können jetzt mal mit ihr durch den Park laufen. Und das machen wir einfach mal. Oh ja, Ice-Snappy, du bist ja so süß. Am liebsten würde ich dich knuddeln. Oh Gott. Aber meine Eltern warten schon im Auto. Ach, sollen sie doch. Was bist du niedlich. Mano! Ja, Valentina macht ihre Eltern wieder wütend. Oh, können wir zu Pepe rein? Soviel ich weiß, habt ihr Snappy-Figuren hier drin nichts verloren. Pepe natürlich wieder mit schlechter Laune und Valentina ist jetzt anscheinend mit ihren Eltern nach Hause gefahren. Wir gehen mal zur Eiswelt. Ach ja, ich glaube, das ist auch Sinn und Zweck der ganzen Angelegenheit, dass wir jetzt in die Eiswelt können und uns quasi jetzt Oliver ausgeben, ne? Aber ich denke, es ist trotzdem noch ganz lustig, wenn wir einfach mal im Kostüm durch die Gegend laufen. Frau Wahnsiedler, hoffentlich fliege ich jetzt nicht auf. Ach, Oliver, fein, dass ich dich treffe. Gute Nachrichten, du weißt doch noch, worüber wir geredet haben? Ja, sicher. Nur so aus Neugier. Welcher Weltraumheld hat es mir besonders angetan? Harry Roden? Na geil. Ein Yankee aus Luke Skywalker? Neil Arms, James T. Kirk? Zugegeben, an ihn reichte kein anderer Captain der Enterprise heran. Ah, unendliche Weiten. Aber du irrst. So viel dazu. Ja. Also das müssen wir anscheinend jetzt wissen, um nochmal zur Wildwasserbahn zu kommen. Aber wenn ich mich richtig erinnere, dann können wir das noch gar nicht beantworten. Das hatte ich schon mal beim letzten, als ich das letzte Mal gespielt habe, habe ich alle Antworten gegeben und es ist, glaube ich, alles falsch. Wir gehen erstmal weiter. Winken, Gabi. Immer schön winken. Na, Oliver?
Zum Glück ist bald Feierabend. Ja, dann vielleicht nochmal zum Riesenrad. Oh, die Tür zur Parkleitung ist offen. Das ist bestimmt gar keine gute Idee, da jetzt reinzugehen, aber wir klicken einfach mal drauf. Niemals würde ich Herrn Bahnsiedler in der Aufmachung vor die Augen treten. Okay, Gabi sieht das genauso wie ich. Ah. Die asiatischen Touristen. Ich hoffe, die lassen mich auch wieder gehen. Jetzt sind sie hier. Also das finde ich auch ganz gut, dass die hier ab und zu auftauchen. Die haben mit der Geschichte ja gar nichts zu tun. Aber ansonsten wirkt der Park halt so mega leer. Also ich fände es eigentlich besser, wenn noch ein paar andere Leute im Spiel wären. So wie zum Beispiel Valentina, die halt mal hier und mal da auftauchen, die man nicht ansprechen kann, aber die halt auf jeden Fall da sind. Oh. Na, Susan, wie mache ich mich? Psst. Ups, ich darf ja nicht reden. Okay, hier ist abgeschlossen. Mit Susan darf ich auch nicht reden. Gut, dann werden wir jetzt mal zur Eiswelt gehen. Lustig wäre eigentlich auch, ob man jetzt mit den anderen von TKKG irgendwo Gabi treffen kann. Glaube ich nicht, aber Frau Warnsiedler bestimmt. Schöne Luftballons haben Sie da, Frau Warnsiedler. Danke, Tim. Haben Sie etwas von einer Prügelei gehört? Ist der Vergnügungspark technisch auf dem neuesten Stand? Haben Sie... Was? Eine Prügelei? Sag doch nicht sowas! Wo denn? Wann denn? Und wer? Ach, ich meinte nur, ich hätte einen Typen mit blauem Auge gesehen. Aber wenn Sie auch nichts Näheres wissen... Alter, ist die aggressiv. Na gut, hier sind bestimmt keine neuen Fragen. Das weiß ich gar nicht erst. Haben Sie etwa... Ist der Vergnügungspark technisch auf dem neuesten Stand? Oh, sicher. Neben den Standardauflagen ist es unser Ziel, Technik von morgen schon heute einzusetzen. Die Spracheingabe wird vielerorts stiefmütterlich behandelt. Bei uns ist sie Realität. Natürlich nicht für die Besucher, denn ich rede von internen Sicherheitskonzepten. Sie kennen sich offenbar sehr gut damit aus. Ja, sie ist ja hier auch die Leiterin, aber sie ist richtig aggressiv. Okay, dieses Spiel ist ja jetzt schon über 10 Jahre alt, also... Ja, Spracheingabe hat sich natürlich so bei Mobiltelefon schon... Also gibt es das, aber was heißt durchgesetzt? Kann man eigentlich nicht sagen, denn ganz im Ernst. Wer benutzt das denn? Das benutzt man einfach nicht. Würde ich sagen. Ja, ich weiß, es ist jetzt richtig gemein, wenn ich jetzt die ganze Zeit schon mit Gabi unterwegs war. Sie jonglieren ja gar nicht mehr. Selbst ich brauche mal eine Pause, Karl. Aber ich würde sagen, wir machen die Part jetzt mal wieder... glatte 15 Minuten lang, der letzte war schon wieder ein bisschen länger. Und wir stellen jetzt nochmal Frau Warnsiedler ein paar Fragen und im nächsten Part gehen wir dann mit Gabi in die Eiswelt. Ist Herr Baumann ein guter Sicherheitsingenieur? Er besitzt ein gutes Auge für Mängel und Makel der Mechanik, aber was unsere Computersysteme betrifft, da hat er das Nachsehen. Manchmal ist er ein Sturkopf, belächelt meine Sicherheitssysteme, weil er sie nicht leiden kann. So ist das halt mit Kleingeistern. Dann sind die Aufgaben wenigstens klar verteilt. Jetzt kommt hier ihr Ware, das ist ja unglaublich, wie unfreundlich die ist. Wie wäre es, wenn man in Snappyland selber Raumschiffe steuern könnte? Was ist das denn für eine scheiß Idee? Genau, das habe ich mir auch schon überlegt. Und Teleportation, die sollte man simulieren oder noch besser am eigenen Leib erfahren können. Sich auf andere Planeten beamen, ein Kribbeln und du betrittst andere Welten. Das würde jedes Computerspiel toppen. Ich habe das Gefühl, dass sie irgendwelche Drogen genommen hat. Und das war falsch, denn wir wollen da noch mit Klößchen hier hin. Ihr Kostüm gefällt mir immer wieder, Frau Warnsiedler. Ja, es kommt bei allen gut an. Das war falsch.
Was geht denn in Snappyland alles auf Ihr Konto? Hast du das Raumschiff gesehen? Das war meine Idee und meine Ausführung. Es sollte überall blinken und blitzen. Jede Tür sollte sich auf Kommando öffnen, wenn ich es nur will, um dir ein Beispiel zu geben. Sie gehen ja sehr in Ihrem Beruf auf. Krank ist die. Was geht? Beschäftigen Sie einen Mann namens Burkhardt? Burkhardt ist sehr versiert, wenn es um elektronische Anlagen geht. Er kennt sich mit Netzwerken aus und berät mich, wo es nur geht. Er selber sieht sich als Künstler. Na, kein Wunder. Er versteht sein Handwerk. Fragt sich nur, was eine Kettensäge mit Computern zu tun hat. Also, er kennt sich mit Kunst und Computern aus. Eine interessante Kombination. Mehr dazu nächstes Mal, wenn wir mit Gabi in die Eiswelt gehen. Bis dann. Ciao.